Nordhorn legt sich mächtig ins Zeug und beweist, die Menschen hier sind aktiv. Kein Wunder, dass die Stadt zu den sportlichsten in Deutschland gehört. Nordhorn ist Finalist der Mission Olympic und kämpft jetzt um den Titel. Coca-Cola und der Deutsche Olympische Sportbund haben den Wettbewerb ins Leben gerufen. In der Endrunde treten 5 Städte im direkten Vergleich nebeneinander an. Jede sportliche Betätigung gibt Punkte und die Nordhorner sammelten eifrig. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auch Kurioses kann anstrengend und gesund sein. Aber auch in den bekannten Disziplinen des Breitensports glänzten die Nordhorner. Nordhorn sollte gewinnen, weil sie eben die aktivste Stadt ist. Denn das hat nichts damit, den anderen zu teilen. Der olympische Gedanke gilt natürlich für uns genauso gut. Dabei sein ist alles, aber das, was die Stadt und was hier das Netzwerk von Herrn Böhnemann aufgestellt hat, ist einmalig. Das sind rund 50 Sportvereine, die wir haben, mit fast 10.000 Mitgliedern und über 1.500 ehrenamtlichen Helfern in dieser Stadt. Wir haben den goldenen Plan der Sportstätteneinrichtungen weit überzogen. Wir haben 21 Sporthallen, wir haben 36 Fußballfelder, wir haben ein großes Frei- und Wellenbad in Nordhorn. Wir haben auch die Wasserfläche insgesamt durch unser Hallenbad und die Schulbäder noch weit übertroffen. Und das sieht man ja auch in den letzten Tagen, was hier passiert ist in Nordhorn. Es bewegt sich die ganze Stadt. Und so mussten die Nordhorner nicht lange gebeten werden. Alle waren mit Begeisterung dabei. Ja, ich habe schon Bälle geworfen. Was für Bälle? Tennisbälle in so ein großes, rundes Ziel. Und sieht gut aus. Interessant. Wir wollen gleich noch auf den Kirchturm gehen. Nordhorn war die 3. der 5 Finalstädte im Wettbewerb und hat sich alle Chancen auf den Gesamtsieg gewahrt. Der erste Platz wird mit 75.000 Euro belohnt. Das Geld fließt in Projekte für den Breitensport.